Sie wurde zum Kinderstar gemacht, bevor sie Kind sein durfte. Denn bereits mit 3 Jahren zog sie quer durch die USA. Mit 16 spielte sie die Hauptrolle in Der Zauberer von Oz. Ihr Leben jedoch endete tragisch mit nur 47 Jahren. Judy Garland ist hochgestiegen und schnell gefallen. In End of the Rainbow, das Stück ist derzeit zu sehen im Stadttheater in Klagenfurt, geht es um die letzten Wochen der großen Judy Garland. Ein Stück, in dem Musik zwar berührt, aber laut dem Regisseur doch nicht so im Vordergrund steht. Die Musik spielt gar nicht so eine große Rolle in dem Stück. Es heißt zwar Musical, aber eigentlich ist es viel mehr Schauspiel. Es ist ein Drama. Es ist sehr, sehr ernst. Und natürlich ist die Musik dabei, aber wir haben zum Beispiel nur in Anführungsstrichen 3 Schauspieler. Aber Judy Garland ist die einzige, hier Helen Schneider, die singt. An der Seite von Helen Schneider spielen 2 Männer, die in den letzten Monaten an der Seite von Judy Garland waren. Einer davon ihr Manager und einer von 5 Verlobten, Mickey Deans, gespielt von Tim Grube, der die Herausforderung seiner Rolle in seiner Partnerin sieht. Ganz ehrlich, die größte Herausforderung, ich bin ein Fan von Helen Schneider und das ist die größte Herausforderung gewesen natürlich. Ne? Aber das ist so, ich glaube, die Herausforderung schauspielerisch ist, dass man nicht in diese Virginia Woolf, Abbott Albee Geschichte zu schnell reingeht, dass es griffige Figuren werden und keine Klischee, Liz Taylor, Richard Burton, Eheschlachtdramen dann macht, sondern richtige Menschen spielt mit Anliegen und dass Mickey Deans nicht nur der geldgierige Bösewicht ist. Wie gesagt, das wär fad. Ganz und gar nicht fad ist auch die Rolle des Anthonys. Judy Garlands Seelenfreund, gespielt von Alexander Lutz, der auf der Bühne nämlich nicht nur Schau, sondern auch Klavier spielt. Ja, das ist lustig. Also es macht mir zum einen halt einfach wahnsinnigen Spaß, Klavier zu spielen. Vor allem da mit der Band, das macht so einen Spaß. Und Helen Schneider ist so großartig. Wir hatten jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Proben, aber das ist überhaupt kein Problem für sie, weil sie da wirklich ein alter Hase, Vollprofi da reinsteigt. Und mir macht das unglaublichen Spaß. Aber es ist tatsächlich, wenn ich eine Figur spiele, so jetzt auch mit diesen Brillen und so, und ich spiele da keinen Schwulen, ja, aber doch eine Figur, ja. Das ist schon, ich merke, immer was anderes, eine Figur zu spielen, in der ich dann Klavier spiele. Weil Klavier spielen bin halt doch immer ich. Man, woman, looking for the man. End of the Rainbow, Judy Garland, ihr Leben, ihre Musik. Zu sehen bis 14. Mai im Stadttheater in Klagenfurt.